Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die freie Wohlfahrtspflege ist eine Säule des Sozialstaates der Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich um Dienst- und Einrichtungen frei gemeinnütziger Trägerschaft, die sich im sozialen Bereich und auch im Gesundheitswesen betätigen. Dies bereits seit dem 19. Jahrhundert. Und mit heute 700.000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen ist sie eine wichtige Partnerin der öffentlichen Sozialleistungsträger. Form und Inhalte der Arbeit werden stets beeinflusst vom Wandel der Gesellschaft, aber auch durch staatliche Verhältnisse, wie zum Beispiel gesetzliche Grundlagen. Dazu gehört sicherlich auch im weitesten Sinne die Abgabenordnung. Und natürlich fühlt sich auch die freie Wohlfahrtspflege zu gesetzeskonformem oder rechtskonformem Handeln verpflichtet. Nichts anderes fordert der Bundesfinanzhof. Und demnach ist auch die Wirtschaftlichkeit gesichert und nicht gefährdet. Und auch eine Kapazitätsausweitung von Einrichtungen ist an der Stelle nicht gefährdet. Nun weisen Sie darauf hin, liebe Kollegen von der CDU, dass viele wichtige Bereiche der Wohlfahrtspflege gefährdet seien aufgrund eines Anwendungserlasses der Abgabenordnung. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist hier eine Querfinanzierung statthaft, dann gibt es das Problem tatsächlich nicht, was Sie hier schildern, oder es ist eben nicht statthaft. Das wird in Ihrem Antrag leider nicht deutlich. Und in dieser Frage ist allerdings größtmögliche Transparenz vonnöten. Wenn denn da wichtige Aufgaben zu finanzieren sind, die aber eben über diese Querfinanzierung nicht finanziert werden können, dann müssen wir uns konkret darüber unterhalten. Das ist richtig. Aber das wollen Sie offenbar nicht, denn Sie haben es ja nicht richtig ausgeführt. Also, und ich halte auch nichts davon, Handlungsspielräume endlos auszudehnen. Insofern muss ich der Kollegin Gebhardt recht geben, ist hier grundsätzlich für die von Ihnen dargelegte Problemlage der Bund zuständig. Der Antrag hat sich damit für uns hier erledigt, und wir müssen ihn leider ablehnen. Schönen Dank. Vielen Dank, Frau Kochowiak-Schmieding. Und nun spricht für die